In Karlsruhe begrüße ich noch einmal den ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam. Die Nachrichten haben sich ja fast überschlagen heute Mittag. Es war von Festnahmen die Rede, es war von der sogenannten Terrorzelle die Rede, es war von der IS-Terrorzelle die Rede. Frank Bräutigam, was wissen wir denn wirklich genau um diese Uhrzeit jetzt? Also die Informationen beruhen auf der Auskunft der Bundesanwaltschaft, der obersten Ermittlungsbehörde in Sachen Terrorismus. Und nach Angaben der Behörde geht es insgesamt um 4 Personen. Eine davon hat sich in Frankreich an die Behörden gewendet. Es könnte sich um einen Aussteiger handeln, dieser Vierergruppe. Und heute wurden in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg und in Baden-Württemberg 3 Verdächtige festgenommen. Und die sollen folgenden Plan gefasst haben. Einen Anschlag auf die Innenstadt in Düsseldorf in der Heinrich-Heine-Allee mit Sprengstoffgürteln zunächst, sie explodieren zu lassen und anschließend dann wahllos auf Passanten zu schießen. Das ist der Plan und der Auftrag soll, so die Informationen der Ermittler gekommen sein, von der Führungsebene des IS in Syrien 2014 wohl. Und in der Folgezeit nach dem Sommer 2014 haben sich die Verdächtigen angeblich über Griechenland nach Deutschland aufgemacht, um ihren Plan hier weiter zu verfolgen. Nun sind das ja Informationen, die schon, wenn es reine Spekulationen gewesen wären, die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Wenn das nun ein offizielles Ergebnis der ersten Untersuchungen der Bundesanwaltschaft ist, ist es natürlich umso erschreckender. Und man fragt sich, wie unmittelbar stand denn dieses Szenario bevor? Standen denn diese möglichen Anschläge bevor? Das ist eine ganz wichtige Frage, die noch zu dem Paket dazugehört. Nach Auskunft der Bundesanwaltschaft hat diese Gruppe noch nicht damit begonnen, diese Pläne auch in die Tat umzusetzen. Wir müssen jetzt abwarten, was das genau heißt. Aber das ist die ausdrückliche Auskunft. Ein Anschlag stand hier nicht unmittelbar bevor und es sei, so die Ermittler, auch kein Zusammenhang mit der bevorstehenden Fußball-EM zu erkennen. Das ist jetzt noch eine volatile Lage. Die Informationen sind noch neu, also wir müssen da sehr vorsichtig sein. Was jetzt passieren wird, ist, die Festgenommenen werden nach Karlsruhe gebracht, üblicherweise hier dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der dann den Haftbefehl nochmal überprüft und möglicherweise Untersuchungshaft anordnet. Und das, so waren die letzten Informationen eben, könnte auch schon heute Nachmittag passieren. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Nur erinnert das Szenario, wie Sie es beschrieben haben, an die schlimmen Anschläge von Paris im vergangenen November. Im Anschluss hat man immer wieder gehört, auch Deutschland sei theoretisch durchaus gefährdet. Dann gab es eine Terrorwarnung in der Silvesternacht, allerdings nicht in Köln, sondern in München, weshalb alle nach München geschaut haben. Da passierte zum Glück nichts. In Köln war dann was anderes, was erst später dann berichtet wurde. Heißt das, was wir jetzt nebenbei sozusagen erfahren, dass ununterbrochen, jederzeit, die Bundesanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden in Deutschland, ja, Terroristen auf der Spur sind, Untersuchungen anstellen und dass diese gesamte Maschinerie der Untersuchungsbehörden permanent aktiv und auch alarmiert ist? Diese Maschinerie der Sicherheitsbehörden, die läuft auf Hochtouren schon seit Monaten und Jahren, aber das allein ist nichts Neues. Das haben die Chefs der Behörden ja auch immer wieder betont. Es ist dann oft die Rede gewesen von der sogenannten hohen abstrakten Gefahr, dass immer etwas passieren kann, ohne dass man konkrete Pläne aber nachweisen kann. Das jetzt heute klingt auf den ersten Blick nach einem konkreteren Plan, aber diese Zusatzinformation, dass da die Umsetzung nicht unmittelbar bevorstand, die gehören natürlich zu den Auskünften, die wir bislang haben, immer mit dazu. Und da muss man jetzt Schritt und Schritt erstmal abwarten, was die Ermittlungen genau ergeben. Frank Bräutigam, vielen Dank nach Karlsruhe.